War's das? Einer noch! Eine kleine Zugabe! Wer? Garen Green! Das dürfte interessant werden. Das ist Garland Green. Ach du dicke Kacke. Scheiße, das ist Garland Green. Demarierter Fleischwolf. Dieser Hänfling hat 37 Menschen abgeschlachtet. Hat sich an der ganzen Ostküste ausgetobt. Gegen den war die Manson Family eine harmlose Konfirmandenbande. Tja, er ist auf dem richtigen Flug. Was machen wir mit dem? Keine Ahnung, aber so sollte man keinen Staatsschatz behandeln. Lass den Mann raus. Wirklich? Ich bin ein Fan von dir. Gepeilt? Sieht ganz gut aus. Abgesehen davon, dass die es geschafft haben, jeden Freak und Perversen des Universums in dieses Flugzeug zu verfrachten. Und dann haben sie es irgendwie geschafft, sich diese Maschine kapern zu lassen. Und dann haben sie es noch fertig gebracht, uns unter diese Bande zu schmuggeln. Hi, Garland. Du warst im Q, richtig? Ja. Ich hab gehört, du hast noch 15 Jahre vor dir. Sieht so aus. Die Langzeitler sitzen doch im Nordblock. Richtig. Ja. Ja. Verrückt. Ich war lange im Nordblock. Aber dich kenne ich nicht. Tja, weißt du was, Kumpel? Was soll das schon bedeuten? Gar nichts. Nicht den kleinsten Scheiß. 160 Kerle waren im Nordblock. Mit 159 wollte ich nichts zu tun haben. Was dich mit einschließt. Hast du begriffen, was ich meine? Na klar. Er ist ein Quell unkontrollierter Aggressionen. Such dir irgendein Klischee. Seine Mutter hat ihn zu lang oder zu kurz gestillt, hat sich zu oft in die Hosen gepinkelt oder ein Onkel macht sich an ihn ran. Wie auch immer. Jetzt ist er so aggressiv, dass ihm unbeschwerte Augenblicke Leiden bedeuten. Die verursachen Kopfschmerzen. Diesem Herrn tut Glück weh. Der Typ hat doch einen Vogel. Ich glaube, der hat einen ganzen Käfig voller Vögel. Wieso hast du meinen Hasen nicht einfach wieder in die Kiste gelegt? Zwei gehen runter, einer kam rauf. Das war nicht meine Schuld. Na, das musst du mir nicht erzählen. Die meisten Verbrechen geschehen aus Notwehr, nicht aus Verlangen, aber die ganz Großen. Dahmer, Gacy, Bundy, die haben es getan, weil es sie erregt hat. Hältst du deine... Ich hab nichts mit denen oder mit dir gemein. Also erzähl mir nichts! Die waren alle krank. Alles eine Frage der Definition. Wenn ich dir nun sage, krank ist 50 Jahre lang 50 Stunden die Woche in einem Büro zu hocken und zum Schluss den Arschtritt zu kriegen, um dann in irgendeinem Rentnerdorf zu landen, in der Hoffnung, dass du stirbst, bevor du nicht mehr rechtzeitig aufs Klo kommst. Würdest du das nicht viel eher als krank ansehen? 30 Menschen zu ermorden, Definition hin oder her, ist krank. Ein Mädchen hat mich durch drei Staaten begleitet. Ich trug ihren Kopf als Hut. Heute hat meine Tochter Geburtstag. Also bitte, fühl dich nicht genötigt, mir alles mitzuteilen.
Hallo Bob, willst du zu uns zum Essen kommen? Geht's dir nicht gut? Warum fragst du das? Du siehst krank aus. Ich bin krank. Und nimmst du Medizin? Gegen meine Krankheit gibt es keine Medizin. Wollen wir singen? Singen? Kennst du He's Got the Whole World in His Hands? Ja, das kenne ich. He's got the whole world in his hands. He got the whole wide world. Sing mit! He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world. Definiere Ironie. Ein Haufen Idioten, die in einem Flugzeug zu einem Song tanzen, der durch eine Band berühmt wurde, die bei einem Flugzeugabsturz umkam. Schön festhalten, ihr Süßen da hinten. Wir gehen in Vegas ein bisschen rummeln. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world. In his hands, he's got the whole world. Halt die Fresse, du Freak! Wir gehen alle drauf! Wow! Mach auf, Sir! Mach auf! In his hands. Ein neuer Spieler tritt an und ein neues Spiel. Hat der neue Spieler das Gefühl, dass er Glück hat? Na, wie sieht's aus? Ja, hat er.